Auch diese beiden Damen möchten bis zu den Händlern vordringen. Ihr Mitbringsel ist nicht nur alt, sondern auch zerbrechlich. Wir haben eine Porzellanfigur mitgebracht und wollen mal sehen, wie sie ankommt. Ja, du hast gedacht, du wolltest sie jetzt erstmal schätzen lassen. Ja. Und hast gedacht, naja, du hast so viel auf dem Schrank stehen und das stimmt. Könnte man mal ein bisschen Platz schaffen. Und da ist man bei Bares für Rares genau richtig. Expertin Dr. Heide Rezipa-Zabel wird sich der Figur annehmen. Kommen Sie zu uns. Uiuiuiui, jetzt wird das aber schwierig, das Porzellan. Guck die Stadt an hier, mein lieber Scholl. Hallo zusammen. Drei Damen. Ich kümmere mich erstmal um die lebenden Damen. Hallöchen. Hallo. Wen habe ich denn hier? Helga Schapf. Helga Schapf. Hallo. Und ich bin Helga Roth. Helga Schapf und Roth. Mhm. Das ist schön. Zweimal Helga. Ja. Helga und Helga. Seid ihr Mutter, Tochter, Freundin? Was seid ihr? Meine Schwiegertochter. Die Schwiegertochter. Bist du zufrieden damit? Kannst du jetzt offen reden? Ja. Ist sie gut? Die ist gut. Passt sie gut auf den Sohn auf? Hat sie ihn im Griff? Ja. Denn wenn man jetzt beide Helga heißt, ne, sagt dann der Sohn auch schon mal, Mensch, du bist wie meine Mutter Helga. Sagt er tatsächlich ab und zu. Ja, sagt er öfter mal. Bist wie meine Mutter. Bist wie meine Mutter. Mhm. Jetzt muss man natürlich überlegen, ist das ein Lob oder nicht? Ne? Da muss Doch, man ich glaube schon, weil er hält sehr, sehr große Stücke auf seine Mutter. Also ich glaube, das ist ein sehr großes Lob sogar. So, jetzt würde ich gerne wissen, wo stammt diese Porzellanfigur her? Die habe ich vor 10 Jahren mal geschenkt bekommen von einer älteren Dame. Ja. Die ist aber auch schon verstorben. Und wo die herstammt, keine Ahnung. So. Und die Schwiegertochter will sie auch nicht haben im Sohn? Nee, meine Kinder auch nicht. Die haben gesagt, nein, gar nicht. Mama guckt, dass das Ding wegkommt. Ja. Gefällt sie dir denn, Helga? Also ich finde sie eigentlich sehr schön, aber sie passt halt auch nicht zu unserem Stil. Sie passt nicht. Nee, gut. Da wir ja nicht mehr darüber wissen, habe ich natürlich hier an meiner rechten Seite die Frau Doktor. Es ist eigentlich relativ einfach, es steht darunter. Ach. Made in Italy, also sie kommt aus Italien, aus der Keramikmanufaktur Cacciaporti. Und für den Entwurf zeichnet sich auch verantwortlich Guido Cacciaporti. Und die Signatur befindet sich hier auf der Rückenlehne. Und diese Manufaktur gibt es schon seit dem 19. Jahrhundert, aber solche Figuren werden erst im 20. Jahrhundert hergestellt. Und es sind so liebliche, amüsante, poetische Figuren. Hier so eine Mischung aus einer Rokoko-Dame und auch zugleich Tänzerin. Und sie heißt Freude an der Literatur und ist zu datieren auf das Jahr 1935. Schön. Allerdings handelt es sich hier gar nicht um Porzellan. Sondern um eine Mischkeramik, ein Hartsteingut. Und darunter steht es auch Gres Porcedernato. Und das ist sogenanntes Feinsteinzeug, also eine Tonware. Keine Kaolinware, also keine Porzellanerde, sondern Tonerde. Aber solche Figuren haben ihre Sammlergemeinde, muss man wirklich sagen. Und die Sammlergemeinde, die ist in erster Linie in Amerika zu finden. Also die Amerikaner, für die ist italienische Keramik wirklich ein Reizwort, muss man sagen. Italienische Fayence liegt da nicht weit weg. Und deswegen verkaufen sich solche Keramiken in erster Linie nach Amerika. Ja, da müssen wir mal gucken, ob einer unserer Händler gute Connection hat nach Amerika. Ja, habt ihr zwei euch denn mal überlegt, so, wie viele Euro man übereinander stapeln könnte? Keine Ahnung. Aber einen Wunsch hast du. Komm, Helga, schießen raus. Oh ja, ich habe 4 Enkelkinder. Ja. Da geht das dann hin, oder? So, wie viel soll jedes Enkelkind kriegen? Das weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, was die Wert ist. Ja, Wert kommen wir gleich drauf. Da frag ich mal die Schwiegertochter. Sie hatte mal erwähnt, so um die 100 Euro hätte sie gern. Das ist doch das, was ich wissen wollte. So. Kann aus diesem Wunsch Wirklichkeit werden? Also Sammler in Amerika würden hier für ein solches Stück in einem Top-Zustand bis zu 350 Euro hinlegen. Mhm. Und ich denke, der Verkehrswert liegt hier bei 120 Euro, würde ich schätzen. Ja, etwas mehr als Ihre Vorstellung. Ja. Ich finde, die sieht am besten aus, wenn sie da hinguckt. Ja. So sieht sie hübsch aus. Liebe Frau Doktor, das hat mir gereicht. Wir haben das Alter, wir haben die Provenienz. Ne? Wir wissen also, wo es herkommt. Wir wissen, was das wert ist. Wir wissen, was ihr wollt. Ja, da würde ich sagen, dann bleibt uns nur noch eins zu tun. Ihr müsst Geld abholen. Das wäre schön. So, geht Geld abholen bei den Händlern. Ich gebe dir die Karte, Helga. Dankeschön. Der anderen Helga gebe ich das Porzellanmädchen. Ist ja kein Porzellan-Tonmädchen. Es war mir ein Vergnügen mit euch zwei. Sehr gerne. Tschüss. Vielen Dank. Dankeschön. Guck mal, da vorne geht's zum Händlerraum. Tschüss, ihr zwei. Tschüss. Ich freue mich, dass ich die Händlerkarte von Herrn Lichter bekommen habe. Und bin jetzt gespannt, auch, wenn wir reinkommen dürfen,
was die Händler dann sagen. Feinsteinzeug kann mit Porzellan verglichen werden, weil es auch eine harte Keramik ist. Aber es wird nicht so aufwendig hergestellt. Und Porzellan ist deshalb wesentlich teurer, weil der Herstellungsprozess auch viel, viel aufwendiger ist. Ja, wir fühlen uns gut, freuen uns, dass wir jetzt durchgekommen sind mit der Karte. Ja, und jetzt sind wir ganz gespannt auf die Händler und ganz wild darauf, da reinzukommen. Na dann, viel Spaß und hoffentlich gibt es gute Gebote. Hallo. 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 Tag. Grüß Gott. Grüß Gott. Wir haben euch was ganz Schönes mitgebracht. Mhm. Okay. Ich stell's mal hier in die Mitte einfach. Es schaut auch gut aus. Schöne Figur. Ja. Wo habt ihr denn die her? Die habe ich mal geschenkt bekommen von einer älteren Dame. Ja. Das ist eine Keramik aus Italien. Die gibt es natürlich öfter. Die hat man früher auch für die Touristen produziert. Es ist eine hübsche Darstellung, die Lesende. Aber das große Geld sehe ich hier leider nicht. Aber dann ist das richtig für so ein Fußfittisches. Was wird die hier für Füße? Also so schlecht ist die nicht. Ich mein, ja, das glaube ich auch, gell? Schlecht habe ich nicht gesagt. Nein, die ist halt nur neu. Es ist halt nichts Hochwertiges, aber hätte ein nettes Gesicht, was dicke Augen, aber schöne Füße hat sie. Lass mal den Lucky da drüber gucken. Puh, also ich sehe da 30, 40 Euro. Ah, ein bisschen mehr muss ich den zwei schon bieten. 30, 40 Euro, sagt er. Das ist ein bisschen wenig. Nee, Chefin, pass auf. Du kennst mich bestimmt. Ich biete euch Mädels 80 Euro dafür. Noch ein bisschen mehr wie 80. 85. Jetzt haben 90. Wir so einen weiten Weg gehabt. Oh, haben Sie gehört? 90. Der Lucky hat 90 gesagt. 90 hört sich schon mal besser an, ne? Ja. Sagst du noch mehr, Walter? Na, freilich. Ja, da kommen ein Hunderter, wenn der Lucky setzt. Aber dann ist aber auch Schluss mit dem Honig. Das muss die Helga entscheiden. Aber Helga. Sie hat vier Enkel. Noch einen kleinen Aufschlag für die Enkel. Also 100 ist richtig. Da verdiene ich ja schon nichts mehr dran. Die Damen müssen sich nun entscheiden. Schlagen sie ein? Was sagst du? Ja. Also, okay, wir machen es. Sehr gut. Gut. Dann gehört die Luise mir. Ja, da kannst du das besser teilen an deine Enkel. Alles klar. Danke, dass Sie da waren, die Damen. Danke. Vielen Dank. Adieu. Wiedersehen. Wiedersehen. Wir haben 100 Euro gekriegt, beziehungsweise Helga hat die gekriegt. Ich habe das nur für sie in Empfang genommen. Und du bist ganz zufrieden, denke ich. Doch, weil das war das, was sie sich erhofft hatte. Ne? Doch, ich bin sehr zufrieden.